Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, in dem ich euch diese Haarbürste hier vorstellen möchte. Für die Curly Girl Curly Hair Methode eignet es sich zum Entwirren der Haare, wenn Conditioner in den Haaren ist oder auch gerne direkt vor dem Waschen im trockenen Zustand die Haare ab und zu mal zu bürsten. Einerseits kann das gut sein, um Produkte in den Haaren besser zu verteilen, wenn man sie gerade wäscht und pflegt, oder um einfach mal die ganzen eh schon ausgefallenen Härchen rauszubürsten, Knoten rauszuholen, und dafür muss es eben eine ganz spezielle Bürste sein. Dafür benutze ich zum Beispiel privat und eigentlich am allerliebsten die Wet Brush. Das hier ist jetzt die Wet Brush Flex, nennt die sich, glaube ich. Die ist nochmal besonders flexibel, auch in ihrer Form. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ganz besonders weiche Borsten hat, mit denen man sich die Haare nicht abbricht, was besonders schonend für die Haare ist und für mich bisher am besten funktioniert. Es gibt natürlich auch noch die Tangle Teaser, die sind auch mit sehr weichen Borsten ausgestattet und schädigen eure Haare nicht und ihr könnt sie super gut entwirren und Produkt verteilen. Wohingegen jetzt zum Beispiel wieder die Denman Brush wirklich eine reine Styling-Bürste ist, mit der ihr einfach eure Locken und Wellen definiert und so eine hier eher zum Produktverteilen ist. Es gibt jetzt also gerade aktuell bei Aldi Süd, also bei uns jetzt in der Ecke im Süden von Deutschland, ich weiß nicht, wie es im Norden ist, diese Bürste hier, die gibt es auch noch in einem lila Ton, was mich dann auch später zum Gewinnspiel bringt. Und die ist irgendwie sehr ähnlich, finde ich, wie so eine Wet Brush. Also ich kann jetzt auch, bis auf die Form natürlich, von den Bürsten keinen gigantischen Unterschied feststellen. Ich zeige sie euch jetzt mal hier einen Ticken näher, wenn die Kamera da bereit ist, das genau zu fokussieren. Wir sehen jetzt hier bei der pinken, bei der Wet Brush, dass wir hier diese langen, dünnen Borsten haben, die sehr flexibel sind. Das haben wir aber auch hier bei der Aldi-Bürste. Und der besondere Bonus bei der Aldi-Bürste ist, dass sie aus klimaneutralem Stroh besteht. Also der Hauptbestandteil ist tatsächlich Stroh laut dem Etikett. Dann ist noch PP, Nylon und Epoxidharz enthalten. Hier könnt ihr das nochmal nachlesen. Genau. Die Bürste selber kostet 2,99 €. Lasst euch nicht davon irritieren. Ich hatte es gestern im Regal stehen, dass sie von 4,99 € auf 2,99 € gesenkt wurde. Es stand schon so im Prospekt, dass die 2,99 € kostet. Und die sollte eigentlich auch schon vor einer Woche rauskommen, weswegen das Video jetzt heute kurzfristig kommt, damit ihr direkt seht, funktioniert diese Bürste, wie verhält sie sich in trockenen Haaren, wie verhält sie sich beim Waschen, beim Produktverteilen. Lohnt es sich, die nachzukaufen oder ist die nichts. Den Nachhaltigkeitsaspekt finde ich richtig gut, gefällt mir. Ich finde die Form schön, mir gefällt dieses Blattdesign. Ich habe für mich jetzt hier so eine weiße ausgewählt. Fürs Gewinnspiel gibt es dann die lila Variante, das ist diese hier. Die hat eine leicht andere Farbe. Weil ich mir einfach dachte, falls auch mal jemand dieses Video später sieht und dann verpasst hat, sie zu kaufen. Ich weiß nicht, wie lange es die jetzt im Laden gibt, konnte mir nicht gesagt werden. Habt ihr die Möglichkeit, eine zu gewinnen? Ich überlege auch noch in das Paket, außer der Bürste, vielleicht noch ein paar Haargummis dazu zu packen, ein paar schonende Haarklammern dazu zu packen, damit nicht nur die Haarbürste enthalten ist. Und das gibt es dann später dreimal zu gewinnen. Schauen wir uns also die Bürste an. Machen wir zuerst mal hier das Etikett ab. Ich probiere es jetzt, auch wenn das überhaupt nicht Curly Girl, Curly Hair konform ist, an trockenen Haaren. Ganz manchmal bürste ich meine Haare tatsächlich auch im trockenen Zustand vorm Schlafen gehen, wenn ich weiß, am nächsten Tag wasche ich eh Haare, direkt vom Haare waschen, wenn ich einfach länger nicht mehr gebürstet habe und merke, dass hier viele Haare drin sind, die einfach nicht rausfallen können durch die wellige Struktur oder wenn es halt knotig ist. Und das ist schon mal der erste Härtetest für die Bürste. Natürlich bürste ich jetzt vom Ansatz in die Längen, aber eigentlich eignet es sich, und man soll auch so bürsten, dass man hier von den Längen und Spitzen sich weiter nach oben arbeitet, um möglichst wenig Haare auszureißen. Ich habe jetzt ziemlich verknotete Spitzen, aber ich komme jetzt schon nach ein paar Mal wie Seide durch. Also die funktioniert, muss ich sagen, sehr gut. Ich mache es auch gern so, dass ich hier oben die Haare festhalte, wenn ich hier unten bürste, dass sie nicht so ausreißen können. Ich glaube, man sagt, dass man am Tag 100 Haare verliert, also weil manche immer sagen, sie verlieren so drastisch viele Haare. Das ist ganz normal, außer wenn ihr anfangt, an Stellen wirklich keine Haare mehr zu haben an der Kopfhaut, dann geht mal zum Hautarzt. Kritische Stelle ist natürlich hier unten das Blondierte, das ist immer alles ein bisschen verknoteter. Das merke ich auch direkt, aber ich bin jetzt hier dreimal durch, viermal und jetzt geht's. Die Bürste ist wirklich gut. Also die Borsten sind ultra weich. Die haben hier vorne auch nochmal diese, wie soll man das nennen,
so kleine Plastikpünktchen hier oben drauf, dass auch die, ja, die Spitze von diesen Borsten nicht scharfkantig ist und ihr euren Haaren nicht Schaden zufügt beim Bürsten. Ich finde die richtig gut. Funktioniert super, auch bei meinen gerne mal sehr verknoteten Haaren funktioniert das hier fast rein. Ja, vor allem jetzt hier hinten sind die Spitzen hier wieder ein bisschen zickig, weil ich halt hier die blondierten Haare habe, komme ich extrem gut durch. Von unten, ja, wirklich optimal. Und hier sind auch nicht viele Haare jetzt drin. Das ist echt überschaubar. Es hat mir jetzt nicht Haare drastisch rausgezogen oder hier sind abgebrochene Haare drin. Im trockenen Zustand, genial. Gehen wir jetzt also zur Badewanne und schauen einmal, was sie dann beim Waschtag kann. Haare bürsten bitte nur, wenn Conditioner in den Haaren ist oder Produkt drin, um es zu verteilen. Nicht, wenn nur Shampoo drin ist. Die Haare sind nämlich, wenn sie nass sind, wesentlich empfindlicher, wesentlich anfälliger dafür, abzubrechen. Und deswegen sollte mit der Bürste wirklich nicht durch die Haare gegangen werden, wenn sie nicht mit einem Produkt versorgt sind, das auch vor allem dafür sorgt, dass ihr besser durch die Haare durchkommt und durchgleiten könnt. Da wären wir also. Ich werde meine Haare jetzt mit meinem selbstgemachten Shampoo waschen. Video dazu kommt ganz bald. Dann nehme ich von Jada den Conditioner hier, der etwas leichter ist als die lilane Variante für Volumen. Mit dem bin ich im Moment sehr glücklich. Leicht und pflegend, ohne zu beschweren. Dann nehme ich von Camille Rose mein Coconut Water Leave-In, das ich mittlerweile wirklich liebe und zu meinen Favoritprodukten gehört. Und ich werde heute kein Gel benutzen. Die letzten Tage nehme ich generell kein Gel, komme damit extrem gut zurecht. Und da es eh draußen windig ist und nass und irgendwie blödes Wetter, lohnt es sich auch nicht gigantisch für mich, sich die Haare so schön herzurichten. Am Ende kommen sie eh in einen Zopf. Ich gehe hier jetzt schon mal mit den Fingern so ein bisschen durch, damit es einfach besser verteilt werden kann, ganz grob. Aber ich finde, mit einer Bürste, vor allem beim Leave-In-Verteilen, macht das einfach nochmal einen Unterschied. So, jetzt die Bürste. Wir gehen hier ganz sachte durch und wie ich hier direkt sehe, geht die durch wie durch Butter. Wirklich eine gute Bürste. Also wer eine preiswerte, wirklich sehr gute, schonende Bürste sucht, ist bei der hier an der richtigen Adresse. Die zieht mir gar keine Haare raus. Perfekt. Condition auswaschen. Jetzt in die wirklich klatschnassen Haare das Leave-In. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und jetzt nochmal mit der Bürste vorsichtig verteilen. Was ich dann immer noch ganz gerne mache, ist, merke ich zumindest in letzter Zeit, dass meine Haare das gut finden. Wenn ich jetzt Leave-In verteilt habe, gebe ich gleich nochmal einen Schwung Wasser drüber. Dann verteilt sich alles besser. Dann squish ich. Dann mikroploppe ich die Haare. Um die grobe Flüssigkeit rauszuholen. Lasse das Ganze dann eine halbe bis Stunde antrocknen. Und da sind wir mit fertig getrockneten Haaren. Wie ihr beim Waschen gesehen habt, hat das wirklich astrein funktioniert. Die Knötchen wurden richtig gut und schonend gelöst.
Ich habe wirklich den Leave-In richtig gut verteilen können oder das Leave-In gut verteilen können. Und jetzt auch dann im Endergebnis natürlich kein extrem gestyltes Ergebnis. Wie gesagt, ich habe ja kein Gel benutzt, habt ihr auch gesehen. Sondern wirklich was sehr Leichtes, sehr Luftiges. Produkt ist wirklich super gut und gleichmäßig verteilt. Meine Haare finde ich jetzt ein sehr natürliches Ergebnis. Mir gefällt es extrem gut und auch was hier unten immer so knotig ist, ist jetzt wirklich sehr, sehr gut entwirrt. Meine Haare fühlen sich fantastisch an und ich würde sagen, wenn man Geld sparen will, eine Haarbürste sucht und zum Beispiel sowas wie die Wet Brush haben will, finde ich die jetzt vom Aldi 1:1 vergleichbar und ihr spart eine Menge Geld. Klare Empfehlung, geht zum Aldi, Aldi Süd in diesem Fall, kauft euch die Bürste, testet sie und seid genauso wie ich davon begeistert. Das bringt mich jetzt zu dem Gewinnspiel. Es gibt 3-mal die Aldi Detangle Curly Girl geeignete Bürste für euch zu gewinnen. Und wie gesagt, werde ich in die Pakete jetzt im Laufe der Woche auch nochmal ein paar Scrunchies, Haargummis, die schonend sind, schonende Haarklammern mit reinpacken, damit ihr noch ein bisschen mehr habt als nur die Bürste. Die Bedingungen, um jetzt an dem Gewinnspiel teilzunehmen, sind super einfach. Abonniert meinen YouTube-Kanal, liked dieses Video, schreibt einen Kommentar, in dem das Wort Gewinnspiel enthalten ist, damit ich das dann später besser sortieren kann, wer jetzt teilnimmt und wer einfach nur was zu dem Video sagt. Und ganz wichtig, auch auf Instagram abonnieren. Einmal seht ihr da immer wieder Updates zu Videos oder Produkten, die ich außerhalb von Videos teste. Und das ist meine Möglichkeit, um den Gewinner, die Gewinnerin dann auch kontaktieren zu können. Schreibt einen Kommentar, in dem das Wort Gewinnspiel drin auftaucht. Schreibt euren Instagram-Namen dazu, damit ich euch einfacher finde. Ansonsten kontaktiere ich euch dann eben über die Kommentare und alles andere klären wir dann über Insta. Schön, dass ihr wieder bei mir wart. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel. Und falls ihr die Bürsten auch schon benutzt habt, schreibt gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder zu einem weiteren Video. Bis ganz bald.